So. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, guten Mittag kann man auch schon sagen. Für mich ist es noch morgen. War eine lange Nacht. Als unser lieber Wüstenigelini aufgestanden ist, <laughs> habe ich mich gerade bettfertig gemacht. Deswegen schönen guten Morgen. Kann ich nur sagen, der erste Kaffee des Tages ist gerade erst leer, beziehungsweise ja, sagen wir 20 Minuten. Angefangen hier alles vorzubereiten, 30 Minuten. Ja, 30 Minuten. Um, gut, ich würde sagen, wir gehen legen los. Lasst mich kurz meinen Speckzettel aufmachen. Ich hoffe, euch geht's gut. Danke fürs Zuschalten, für alle, die live dabei sind und für alle, die das natürlich einmal jetzt ähm, später auf Abruf sofort zur Verfügung haben im Anschluss, sobald alles verarbeitet ist im Rahmen der Barista-Bande oder für alle, die das einen Monat später im Bereich von All-in-NFT schauen, wo ja alles einen Monat später immer auch trotzdem noch präsentiert wird. Für die alle wünsche ich trotzdem viel Spaß beim Zuschauen und in Zukunft gerne, wenn ihr das up-to-date haben wollt, checkt einmal gerne die Show Notes ab. Mit Patreon könnt ihr da euer Abonnement bzw. eure Mitgliedschaft, die euch am besten gefällt oder die euch zusagt, einmal auch abschließen und erhaltet das Ganze natürlich hier dann auch brandaktuell. So, ich würde sagen, wir starten einmal mit dem 4 Greed-Index. Wir hatten ja letzte Woche tatsächlich mal wirklich eine wahnsinns gesehen, die ja so ein bisschen gedämpft wurde. Ähm, auch wenn die Black-Friday-Daten ja jetzt gar nicht so schlecht waren. Alles hat man trotzdem jetzt aufgrund ein paar Konjunkturdaten trotzdem so einen kleinen Dämpfer wieder gesehen. Aber nichtsdestotrotz sind die meisten ja optimistisch, dass wir noch jetzt auch im Dezember eine kleine jahresend sehen. Ob das natürlich auch für den Krypto-NFT-Markt zuspricht, das ist natürlich immer wieder so eine andere Sache. Ähm, hier leben wir ja schon seit längerem, was heißt wir leben? Hier sind wir ja schon seit längerem mit dem vielen Greed-Index, was so die Gier angeht, ja schon ein bisschen mehr im, im, ja, in unserem FOMO-Bereich, sage ich es mal so. Ähm, obwohl wir, wenn wir uns den Blick auf den Chart anschauen, das habe ich ja morgen im Podcast alles erklärt, gerne dazu das nochmal alles abchecken. Ähm, ja, haben wir jetzt hier erstmal gestern keinen positiven Tag gesehen. Aber mal schauen, wie sich das jetzt so in der Woche weiterentwickelt. Und vor allem dann so im Dezember, ich denke schon, dass wir auch im Kryptomarkt sehr wahrscheinlich eine kleine Rallye sehen werden, weil ja, historisch gesehen ist der Dezember immer einer der wirklich freundlichsten und, und positivsten Monate. Auch so ja, der Back Friday hat ja so ein bisschen gezeigt, wenn wir so ein bisschen auf die Konjunkturdaten schauen wie gierig die Leute nach der Corona-Zeit sind, quasi ihr Geld auszugeben. So gefühlt, dass quasi die Leute eigentlich bisher nur gespart haben, aufgrund von Angst, aufgrund von Inflation etc. pp. Und irgendwie der Black Friday dafür da war und alle sagen, okay, jetzt sind diese Angebote da, jetzt muss ich zuschlagen. War natürlich spannend, kann natürlich darauf so ein bisschen hindeuten, so was ich so oder was man so liest, dass die Leute doch relativ viel gespart haben und zum Ende des Jahres jetzt vielleicht doch nochmal sich das ein oder andere gönnen. Ob man sich dann dementsprechend auch den ein oder anderen NFT oder Kryptowährung gönnt, naja, das blicken wir mal, da haben wir die historische leider noch nicht, aber wir gehen die ganze Historie mit. In 10, 20 Jahren sitzen wir immer noch hier. Mal schauen und schauen uns das Ganze an und wissen dann, wie wir zu handeln haben, hundertprozentig. So, wir haben ja das Projekt, ich würde sagen, wir starten. <laughs> Natürlich immer wie mit A und fangen mit Axo an. Axo ist ja das Projekt, was ich euch noch letzte Woche vorgestellt hatte. Am 27. Das heißt gestern hatten wir dann den Mint bzw. Mint Beginn auf Artblocks. Und wir können uns das Ganze hier mal jetzt anschauen. Die 400 NFTs sind sold out. Dementsprechend der Floor. <laughs> Sorry. Dementsprechend der Floor gerade hier bei 0,06 im geringsten. Wie gesagt, ist ja der Axo, war das jetzt der schwedische? Weil ist ja auf jeden Fall ähm, ein Künstler, der based in Deutschland ist, also der in Deutschland wohnt, aber nicht deutschsprachig ist. Ich habe tatsächlich mal auch äh, Kontakt mit ihm aufgenommen, hatte mal versucht auch mit ihm so ein bisschen zu quatschen, ob er auch das Ganze mal so ein bisschen vorstellen kann, aber natürlich dann so ein bisschen schwer, weil ich habe nur gesehen, Berlin, das Ganze dann im Rahmen natürlich dann zu fassen. Aber ähm, ich denke, in Zukunft werden wir da auf jeden Fall mehr haben. Ich kann euch auf jeden Fall nagen, morgen im Discord-Call haben wir ja schon mal, wie gesagt, eine Vorstellung wieder über Web3 Sport und tatsächlich kriegen wir nächste Woche, ich bin gerade dabei, über ein NFT-Projekt, was wir 22 schon gelauncht haben, eigentlich auch jeder kennt ähm, oder ja, schon mal was davon gehört hat, ähm, wahrscheinlich das Team nächste Woche im Discord-Call vorstellt. Aber da bin ich gerade, also entweder wird es eine deutsche Vorstellung geben von einem, der da so sehr tief drin ist, oder wir kriegen sogar eine Teamvorstellung mit Präsentation von dem NFT-Projekt selber. Das wäre ja sehr geil. Aber dazu nächste Woche mehr. Ist tatsächlich ja sogar nächste Woche für alle sogar frei verfügbar, weil wir dann wieder im Rahmen vom 1. bis zum 7. sind. Dementsprechend wäre der ganze Call dann natürlich für alle, dementsprechend wäre ganz cool, glaube ich. So, dann kommen wir ähm, zum NFT-Projekt. Ja, einfach nur kurz drauf gestoßen. Web 3 Gaming Frontier gibt es groß nichts Neues. Wenn wir uns das einmal hier anschauen, We are a Collective Community, Passengers, Gamers, Builders and Alpha. Also, wie gesagt, einfach ein Mint-Preis-Free. Also hier ein Supply von 220 NFTs. Soll im Dezember kommen. Vieles nicht zu so bekannt. Aber einfach nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Vielleicht gerne schon einfach mal den Twitter-Account so ein bisschen im Auge halten. Wie gesagt, soll hier im Dezember so ein bisschen was kommen. Ähm, haben jetzt hier auch gestern äh, schon mal hier auch noch mal ein bisschen was veröffentlicht. Das habe ich tatsächlich jetzt noch gar nicht gesehen. Out Age of Dino, öffnen am 13. Minispiel, Dino Sky und sich tätig Belohnung, WL Airdrops, bla 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 bla. Version, hau das Game aus, -Gamers. okay, gut. Ja. Wie gesagt, einfach mal abchecken. Denke, wie gesagt, im Dezember, wenn sie es hier ankündigen, könnten wir ein bisschen was sehen. 220 NFTs for free. Auch wie man da möglicherweise auf die Whitelist oder so kommt. Können wir uns ja dann dementsprechend gerne mal anschauen. So. Dann kommen wir ähm, zu Dan Robinson. Dan Robinson ist quasi ähm, ja, Researcher bei ähm, Paradigmen, Par Paradigm. Paradigm, also auf jeden Fall hier die, die äh, Investoren, die ja halt auch hinter, äh, hinter Blast.io stecken und ähm, in Pacman quasi investiert haben oder in das Projekt. Und ja, sie haben sich jetzt quasi dazu geäußert, dass ähm, oder er, dass quasi sie... Leute unterstützen Unternehmen wie jetzt auch Pac-Man, die innovativ, die wirklich ähm, auch technisch das drauf haben und was, was Neues entschaffen können, wie sie es auch schreiben mit Blur hat Pac-Man sie vollkommen umgehauen. An Blend hat äh, Paradigmant schon zusammen mitgearbeitet. Und Blast sehen sie. In gewisser Weise gut, was die L2 angeht, eine eigene L2, um das Ganze zu skalieren und auch die, Ut die Utility von dem Blur-Token ähm, dementsprechend auf das nächste Level zu heben. Aber, und das ist ja auch gerade das, was ja so ein bisschen dieses Ponzi-Ding ist, sorry für die, ich, ich höre immer viel Ponzi gerade, aber es ist einfach kein Ausdruck, der Mainstream ist. Ähm, das, was ja gerade so ein bisschen, ich wollte jetzt schon fast Shady sagen, das, was ja gerade so ein bisschen, ähm, ja, viele aufstößt. Ist ja quasi diese Multisignal-Wallet, obwohl es ja gar keine L2 bisher so gibt. So, ne? Und ähm, wenn wir uns überlegen, schaut euch das Ganze mal an. Warum habe ich jetzt hier eine Leere auf? Keine Ahnung. So. Wir haben mittlerweile schon ein Total Value Locked, also Assets von fast 600 Millionen US-Dollar. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ein etf vor der ge gefühlt neu aufgesetzt wird, der erreicht so ein Volumen nicht so gefühlt. Also das ist ein wirklich, das ist, das ist krass. Das ist wirklich krass. Und auch ich. Wir vertrauen da gerade wem, der ja da was baut und ein Hack. Das Ding ist Futsch so. Ne? Also wirklich, ich, ich kann es immer nur wieder sagen, immer wieder darauf hinweisen. Ähm, das Ding mit, wenn wir uns Blur anschauen, wenn wir uns Blend anschauen, ähm, wenn wir uns jetzt Blast anschauen. Das Ding hat Potenzial, keine Frage. Ne? Ähm, der Airdrop, die Belohnungen, wer weiß, was damit kommt. Ähm, aber das Ding hat auch Potenzial genau auf die Downside und dementsprechend, dass das alles auf Null geht, gescammt wird, was weiß ich. Also wie gesagt, der Hinweis, ihr wisst selber, das hier ist nie eine Finanz- oder Anlageberatung, das ist eine Unterhaltung, Information. Und viel Meinung von mir auch. Aber ähm, ja, wie gesagt, Potenzial nach oben, sehr, sehr groß hier. Was viele sehen, warum viele Investoren sich einkommen. Wir kommen auch gleich zu Machi nochmal, der sich mit Millionen Blur-Token wieder eingekauft hat. Aber natürlich auch die Downside. Ich habe im Übrigen noch drei Codes, wer noch mit bei mir im Squad kommen möchte. Der Squad ist fast voll. Ich habe noch drei Codes, bitte. Mir schreiben, wer noch hier ähm, einen Code und auch investieren möchte, denn ich versuche schon auf die fünf Ether zu kommen. Ich habe jetzt ein Ether ungefähr reingesteckt und die bisher im Squad sind, war bisher wenig Bewegung, was ja nicht schlimm ist. Ich habe die Codes ja frei zur Verfügung gestellt. Aber ja, wer jetzt vielleicht noch sagt, ey, ich habe doch Interesse daran oder so, schreibt mir einfach äh, in Discord oder WhatsApp. Ähm, dann schicke ich euch da noch die dreien von den drei Codes, die ich habe, falls ihr da Interesse habt. So. Dann ähm, kommen wir zu Courtyard. Courtyard, ähm, ja, sie nehmen das Ganze mit. Ich bin mal gespannt, was sie an Weihnachten machen. Die müssten auf jeden Fall irgendeine Special Weihnachtskollektion machen, da gibt es nichts. Auf jeden Fall haben sie eine, jetzt eine Kollektion mit dem, Bogu, mit dem Bo Dogos NFT. Ähm, am 30.11. Ähm, droppen sie. Das heißt, übermorgen ähm, Donnerstag die Express-News könnte ein bisschen vielleicht noch früher kommen. Ähm, vielleicht nehme ich es auch nur auf und stelle es nur in die, in die auf Patreon dann ein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, live zu kommen am Donnerstag. Das muss ich schauen, weil bei mir Donnerstag, Freitag so ein bisschen ja, muss ich mal schauen. Aber wie gesagt, auf jeden Fall Courtyard äh, ist jetzt hier am 30. Habt ihr auch noch die Möglichkeit, checkt einmal Bo Dogos auch und, und alles ab. Da habt ihr vielleicht auch die Möglichkeit, sogar noch auf die Whitelist zu kommen. Ich habe da auch das eine oder andere mitgemacht, äh, wie Pre-Mint etc. pp. Ähm, ja, checkt es gerne, gerne einmal ab. Nur damit ihr davon auch mal gehört habt. So, dann kommen wir zu DFA. Das ist ja unser lieber ähm, ähm, Digi fine Art. Haben wir ja quasi den Key Pass gesehen, nach dieser ja verschoben wurde. Und jetzt haben sie ein Announcement gemacht. Bleiben sie engagiert, es wird noch Aufregung geben. Am 5. Dezember sollen wir was sehen. Gucci, Chanel, keine Ahnung. Ähm, also, ich sehe das Ding ähm, echt immer noch positiv. Wir haben hier einen geringen Supply. Um, der, der Floor war gestern, als ich geschaut habe, so zwischen 0,2, 0,4. Um, wenn wir überlegen, dass das Ding mal über ein ETH war, knapp oder knappen ETH, um, das hat meiner Meinung nach auch ziemlich viel Potenzial wieder dahin zu gehen. Wir können uns das Ganze mal anschauen. Wo sind wir jetzt? 0,2. Ja, also wie gesagt, wir haben hier gerade mal 1000 NFTs. Um, wie gesagt, es ist. Bisher sagen wir so lala -la gelaufen, aber das Ding hat trotzdem natürlich Potenzial, wenn da was Gescheites kommt so ne, was jetzt quasi ja das Kollektiv in dem Sprechen da so angeht ne. Es, es man geht so ein bisschen diesen Moon, ich will nicht diesen Proof, das Proof Ding ne, so eine private Community, privater Club äh, aus Kunstenthusiasten. Wie gesagt, finde ich sehr sehr spannend. Wir wissen alle mal, wo so ein Proof Pass war. Auch zu Zeiten, wo alles geschossen ist, aber das war auch mal dreistellig in dem East-Bereich. Aber ja, deswegen ist äh, ähm, ja meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Potenzial drin, dass wir hier eine 1 auf jeden Fall wieder vorne sehen, wie schnell das gehen kann, was damit jetzt kommt, ist eine andere Sache, aber trotzdem natürlich spannend. Das Ding werde ich auf jeden Fall weiterhin beobachten und euch natürlich auch updaten, wenn es dazu was Neues gibt. So. Dann kommen wir zu den Doodles. Ähm, ich glaube ja auch tatsächlich, letzte Woche wurde es ja schon mal vorgestellt, ich weiß nicht, ob Wiesniger noch da ist, ich glaube, er hat es ja auch letzte Woche schon mal gesagt oder am Wochenende. Die Doodles haben ähm, ja quasi ihre Roadmap aktualisiert und dementsprechend ein paar neue Sachen vorgestellt. Ähm, unter anderem äh, das De Release von dem Studio, wo sie ja schon immer gesagt haben, dass sie da dran sind im ersten Quartal. Dann eine neue Web-App, die sie im ersten Quartal ähm, präsentieren wollen. Ähm, sie wollen das Wallet, also ähm, dass man quasi das Onboarding ohne quasi Wallet äh, funktioniert, weil ja, es ist immer noch eine Hürde. Ich sehe es ja selber oder wir sehen es ja immer selber. Um, E-Commerce-Integration, e token-basiertes Storytelling. Also deswegen, das, das ist ja der Grund, warum wir auch bei den Doodles letzte Woche so ein bisschen den Floorpreis angehoben haben, gesehen. Um, spannend, ob das Versprechen gehalten werden kann oder wie schnell alles kommt, das ist ja immer so eine andere Sache. Die Umsetzung war ja meistens so, also die Versprechen von den Doodles war ja meistens nie so dran, das vor uns hat. Nehmen wir jetzt mal Jul Julian Hol Holgreen aus. Um, mit letztes Jahr darum eine Community, wir sind kein klassisches NFT-Projekt mehr, aber naja. Ja, mal schauen, wie die Umsetzung funktioniert. Vielleicht funktioniert es, weil sie jetzt mehr im Hintergrund arbeiten, haben sie ja sowieso mal ein bisschen mehr gemacht. Sind wir mal gespannt von den Doodles, was da nächstes Jahr kommt. So, dann kommen wir zu dem Projekt Ether. Ich habe es ja im Podcast ähm, schon gesagt, da hatten wir ja auch einen Anstieg vom Floorpreis gesehen. Und sie haben jetzt auch gesagt, dass die mit der Season 1 beginnen. Ähm, Season 1 soll starten vom 20. bis 28. Dezember, also noch dieses Quartal. Was natürlich spannend sein wird, inwieweit wir da was sehen werden, was möglicherweise Auswirkungen auf die NFTs haben wird, ähm, wie, inwieweit die NFTs und die Community damit eingebunden wird. Es soll auf jeden Fall, seht ihr hier, ähm, digitale Rewards geben, auf jeden Fall. Und ihre Roadmap soll oder ihre Internetseite soll dann auch erstmalig aktualisiert und den neuen Weg darstellen. Sind wir mal gespannt bei Ether. So richtig rum kam da bisher ja auch nichts, außer dass sie sich nochmal regebrandet haben. Sind ja von blau auf, auf pink gegangen, quasi in dem Atemzug und ja, mal schauen. Isa auch weiter, ja, weil es bei mir einfach drin ist, einfach weiter beobachten, mal schauen, was in der Zukunft kommt. Squiggle Dow, einmal nur kurz aufgemacht, weil da haben wir Elevate Heart bei Daniel Calgren gesehen. Da ist es ja aktuell so, dass quasi für die Holder von Squiggle Dow bzw. auch die Holder von Squiggledow gerade hier, hier minden können. Ich meine, wie viel sind es jetzt gerade? 154, die weg sind oder so. 154, Quantit, also ähm, der Supply ist bei 1000, sehen wir es jetzt hier, genau, Latest Mint 154, also Free Mint ist gerade noch für die Squiggle oder da, danach geht es natürlich in den Public Mint rein, ich meine auch zum Beispiel Mike hat das Ding sogar schon promoted. wenn ich mich nicht richtig irre, beim Research habe ich es doch irgendwo hier gesehen für alle, die es interessiert, das sorgt ja auch immer quasi, wenn Influencer einen Post machen, dass dann ein gewisser ähm, ja, ähm, ein gewisser Floor nach oben geht. Ich weiß gar nicht, ich finde es jetzt hier irgendwo. Ich glaube, ihr müsst mal bei dem Künstler schauen, da habe äh, ich es gesehen. Meine ich, Caldera? ich glaube, da habe ich es gesehen. Lass mich mal kurz schauen. Ansonsten gehen wir, gehen wir jetzt ja auch weiter. Nick. nick.ease, Nick. nick.ease, nick future. Max Gogel, ihr genau, Robin and Cell vor zwölf Stunden. Hat er auch gemintet, hat er auch, wie gesagt, sich zum dritten Geburtstag von Artblocks. Ähm, was geholt. Also, wie gesagt, checkt das Ding gerne mal ab. Ich habe es ja auch letzte Woche schon mal vorgestellt. Möglicherweise relativ interessant. So, dann kommen wir. Ja, das Ganze hatten wir schon. Das Ganze hatten wir auch schon. Nochmal Skrigeldau reicht jetzt. So, dann kommen wir <kühm> zu Racer. Zero <laughs> X Racer als Wer ist das? Ja, könnte man jetzt mal, keine Ahnung, irgendein nicht existierender Account, wenn es nicht so spannend wäre, weil das ist ein Mitbegründer von ähm, Friend.Tech. Mitbegründer von Friend.Tech, drei Monate war der Account, glaube ich, nur alt, also nachdem Friend.Tech quasi ins Leben gerufen wurde, hat es jetzt den Account gelöscht. Warum? Keine Ahnung, ähm, befragen sich viele. Ist das das Ende von Friend.Tech? Gibt es da wieder Theater, nachdem wir ja dann Austausch gesehen haben? Keine Ahnung. Also, ähm, ja, geht immer mehr in den Hintergrund. Friend.Tech. Klar, wenn der Airdrop wieder nahe kommt, ist wie überall, dann wisst ihr selber, alle springen wieder drauf. Ähm, ja, sind wir mal gespannt, Friend of Tech auf jeden Fall seht ihr hier. Ähm, ich würde nicht sagen, da geht's weiter, sondern da geht es eher, ja, back up, wenn wir uns gelöschte Twitter-Accounts anschauen. Äh, ähm, dann wollte ich euch nochmal drauf aufmerksam machen auf XHash, ähm, FXHash. Da haben wir ja den Mintkalender. am 1. Dezember geht's los. Ich habe mir das Ganze jetzt mal angeschaut. Viele Künstler, muss ich sagen, sind mir jetzt nicht so bekannt. Ähm, ich glaube, Andreas Rau habe ich hier gesehen. Da haben wir ja auch in letzter Zeit so ein paar, ähm, ne, 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 paar NFTs gesehen. There's no distance, das ist auch relativ interessant, glaube ich. Genau, mit Bitforms zusammen. Deswegen, das, das war, äh, deswegen hatte ich das auch noch gesehen. Wie gesagt, ich glaube Andreas Rau, genau hier. Andreas Rau hatten wir letztens auch noch ein Projekt gesehen, was ja relativ erfolgreich in dem Sinne war. Ähm, hier FX ist auch noch. Also schaut euch das gerne ganz mal an. Ähm, wie gesagt, am 1. Dezember geht es ja hier quasi dann los mit dem Launch-Kalender, nachdem sie ja jetzt auch Ethereum NFTs integriert haben. Dann kommen wir zu. B -B 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 Lass mich kurz mal hier. Äh, bin ich ein bisschen verschoben. B -B 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 Fingerprints Dow Partnership. Ach, Ghost in the Machine, genau. Ghost in the Machine kommen wir jetzt zu. Fingerprints Dow. Am 28. Morgen. Die Dutch Auction. Nee, heute, sorry, heute, Dutch Auction, seht ihr hier. Ähm, in oh, ist knapp sieben Stunden geht der Wind los. Wir haben einen Startpreis von 1 Ethereum, 300 NFTs. Alle zwölf Minuten wird der Preis gedroppt. Wir fangen an bei 1,07, also 0,25 geht es runter bis auf dann 01 Ende ist. Sind wir mal gespannt, wo und wie das Ganze endet? Ich habe euch mal hier zum Vergleich dazu eine andere Kollektion von dem Künstler, der bereits auf Artblocks gedroppt hat, hier aufgelistet. Hier haben wir 350 Werke. Jetzt haben wir 300 Werke. Das heißt, ihr könnt euch mal anschauen, auch wenn so ein Hype weg ist, mal kurz wieder da ist. Wo so die ähm, Kollektionen, wenn es euch quasi ums Flippen oder sowas geht, liegt, die vorher war. Also hier der Floorpreis bei 0,14. Und wie gesagt, die Kollektion geht bei Enephirium los. Also schaut euch das Ganze gerne an. Wie gesagt, ist bei einigen auf der Watchlist, habe ich jetzt keinen zu krassen Hype gesehen. Deswegen vielleicht nicht zu viel erhoffen, meiner Meinung nach. Aber wer sich das Ganze trotzdem nachher mal anschauen möchte, die Dutch Auction, in sieben Stunden geht es dann dementsprechend los. Müsste 19 Uhr, ich glaube 19 Uhr müsste es dann sein, deutscher Zeit. So. <laughs> Machen wir weiter mit einer Sache, warum ich sage, das ist der einzige Grund, warum wir vielleicht jetzt zeitnah wieder einen NFT-Bullmarkt sehen, weil unser lieber Gordon Gonner, äh, ja, meint, äh, ja, mein CIA-Mitarbeiter Steve sagte, ich müsste diese Woche noch ein paar mehr NFTs kaufen. Ja, ich meine, ihr habt gesehen, letzte Woche, äh, letzte Woche, vor ein paar Wochen, als Gordon Gonner ja gefühlt alles gekauft hat, was nicht Niet und nagelfest war. Ähm, zumindest was so NFT-Kollektionen angeht, die man so kennt und dann auch die seltenen NFTs oder seltene davon. Was das für einen Pump im NFT-Bereich gesehen hat. Einmal mit den Projekten natürlich selbst, weil man gesagt hat: Oh, Yuga Labs Ko Kooperation und bla, bla 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 bla, was weiß ich. Aber ähm, ja, ich meine, er sorgt halt einfach dafür, dass er Liquidität in den Markt gibt. Seltene NFTs werden gekauft, Aufmerksamkeit auf NFT-Projekte. Ähm, also schaut euch das Ganze an. <laughs> Möglicherweise schaut, wo er vielleicht noch keine NFTs investiert hat weil möglicherweise diese Projekte sollte was und das ist reine Spekulation Leute ähm, möglicherweise sehen wir dann Anstieg bei diesen Projekten das haben wir letztes mal so gesehen und es ist sehr wahrscheinlich dass natürlich dann auch wenn er sich diesen Projekten anschließt oder meint diese unterstütze sich oder da glaube ich dran das hat natürlich ein Statement und dementsprechend würden diese Projekte auch steigen also das was nicht in seiner wallet ist wo ihr glaubt, wo ihr hört research an dieser Stelle ähm, ja, Gerne mal abchecken und dann schauen wir mal, wer hier von uns richtig liegt und wer da möglicherweise mal, ja, was heißt mal, aber positiv mit äh, partizipiert hat oder einfach nur sagt, ich schaue es mir einfach nur an, weil ich es finde einfach interessant. So, dann kommen wir zu, ja, dem Token-Airdrop, der jetzt, glaube ich, gerade ähm, das so bestimmt ähm, nach Memeland ähm, nach etc. pp, ist jetzt Grape Presale am 30. November. Hier geht es ja gerade mit den goldenen Tickets. Ich habe ja gesehen, auch bei uns. Im Rahmen der Barista-Bande werden ja auch gerade schon mal so ein paar Codes verteilt, also gerne anschauen. Ihr könnt euch auch im Discord bei The Grapes nochmal vom 18.10. den Post anschauen. Da seht ihr die, die ganze, die Tokenomics, wie viele ähm, Token ausgeschüttet werden, wie, wie der Grape-Price ungefähr tendiert wird, was, die, ähm, was, das, was Market Cap angeht, Presale, wie viel es gelockt wird, wie viele Monate etc. ppp. Alles gerne mal anschauen, wie gesagt, das könnt ihr hier im Grapes. Discord einmal machen und dann schauen wir mal, wo der Token landet. Dann wollte ich nur noch mal darauf aufmerksam machen: Illuvium startet ja heute im Epic Games, 28. November. Ob das Auswirkungen auf den Token hat, weiß ich nicht. Die Hype-Phase ist eigentlich schon wieder vorbei, es, da, da müsst ihr immer darauf aufpassen. Es ist immer so, dass bevor diese Ankündigung letztendlich veröffentlicht wird und dann nach der Veröffentlichung die Hype-Phase mal groß ist, aber letztendlich, wenn wir dann zu dem eigentlichen Zeitpunkt kommen, und das sehen wir, wenn wir uns jetzt die letzten sieben Tage anschauen und vor allem die letzten 24 Stunden, dann ist meistens das ganze Ding auch schon wieder, was den Hype angeht, weg, aber die Rendite ja, von 114% Prozent auf dem Illuvium-Token... Ja, also für alle, die da mit investiert haben oder die da mitpartizipiert partizipiert haben, GG an dieser Stelle, 100, 112% Rendite in einem Monat, das ist nicht, das ist nicht so verkehrt, sage ich mal. Ne? Aber schauen wir mal, was Illuvium einmal im Epic Store bieten kann und natürlich dann auch langfristig mit dem Token. Ähm, spannend, ich meine, wir haben es von Anfang an beobachtet, hier besprochen und uns angeschaut und ähm, ja, ist natürlich Jack Butcher. Ähm, die, die Trademarks und Signatures sind immer noch in aller Munde. Ähm, Wahnsinnsflop-Preisanstiege. Ähm, einmal von den Trademarks, die am Wochenende ja bis zu 0,5 angestiegen sind. Die Signatures, teilweise Verkäufe habe ich heute noch gesehen von 5E. Ähm, hier vor zwei Stunden auch nochmal für 5 E's. Ähm, also, das ist wirklich, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Viele sagen, das ist. Das Artprojekt aktuell oder beziehungsweise wird eines der wichtigsten oder seltensten, begehrtesten artworks sein. Die Signatures bei Jack Butcher ähm, ist der jetzt ja auch gerade quasi in der Auswahl oder ähm, es, es steht ja noch die Wahl zum Künstler des Jahres im Web3-Bereich in dem Sinne an und ähm, es geht also eigentlich sagen viele oder viele Experten sind der Meinung, dass dieses Jahr kein Weg an Jack Butcher vorbeigeht. Und natürlich, wenn so eine Auszeichnung dazukommt, langfristig gesehen, das könnte auch nochmal einen Punk geben. Und viele sind einfach gerade bullish einmal auf dieses Projekt plus Jack Butcher und natürlich auf diese Auszeichnung. Und das könnte natürlich dafür sorgen, dass plus vielleicht einen kleinen Bullmarkt, wenn sich jetzt zum Beispiel Gordon Gonner auch noch entscheidet, hier auch noch was sich zuzulegen, Squiggle oder sowas, dann hat er sich ja glaube ich schon geholt und auch ein Fidenza, dann würden wir hier. Und das ist reine Spekulation, vielleicht auch mittellangfristig auch einen zweistelligen Ease-Preis -E -E sehen. Also dass wir hier nochmal einen Verdoppler sehen. Wie gesagt, wir haben jetzt schon mal ein Multiple mal 4 gesehen, die waren bei 1 Ethereum, wenn ihr euch das hier anschaut, schaut euch das an. 1,3, 1,4. Jetzt sind wir schon bei 4,2 und Verkäufe bei 5. Also was ist jetzt nochmal ein Verdoppler im Gegensatz zu mal 5, was wir schon gesehen haben? Ne? Also spannend auf jeden Fall und wir dürfen nicht vergessen, so einen geringen Supply wie für 200 NFTs, das ist bei Jack Butcher, haben wir selten gesehen. So. Dann kommen wir zu The Sandbox, beziehungsweise eher Lacoste. Es gibt die Lacoste World Tour. Auch hier könnt ihr natürlich, wie so oft... Wenn Lacoste irgendwelche ähm, Projekte begleitet, oder oh, ach Lacoste sage ich schon, Sandbox, dann könnt ihr natürlich auch hier die Sand-Tokens äh, Sand gewinnen, im Pool von 100.000 Cent-Token. Also, wer bei Lacoste, ich, da weiß ich, ja, sind einige bei uns ja dabei, die auch das ganz gut finden ähm, und, und mittlerweile viel partizipieren, gerne mal bei der Sandbox abchecken. Da habt ihr jetzt vom 23. November noch bis 7. Dezember Zeit, die, ähm, ja, die Spiele ja bei der Sandbox mitzumachen und dann auch Sand-Token zu gewinnen. Und vielleicht auch das eine oder andere von Lacoste. Dann kommen wir auf Daten von Look on Chain und das ist das, was ich vorhin ja schon mal kurz mitgeteilt habe. Machi hat sich erneut mit Blur-Token, nachdem er gesagt hat, Shit Blur und was weiß ich. Ja, scheiße, alles scheiße, alles scheiße, das ist immer das was ich sage alles scheiße, alles scheiße, aber ich kaufe es trotzdem so. Also hat, auf jeden Fall hat er wieder 3 Millionen Blur-Token jetzt schon wieder hier gekauft. Im Gesamtwert von über 1,5 Millionen US-Dollar für 0,55. 0,56, ja, batschi, vielleicht wieder nicht der richtige Schachzug, vielleicht wieder nicht der richtige Moment. Ja, sind wir bei 0,45, also naja wollte den Flo vielleicht aufkaufen hat erstmal einen. aber ich habe es ja im Podcast heute erzählt wer noch nicht den Podcast gehört hat Barista Bandi ihr wisst Bescheid ihr habt ja diesen Monat noch jetzt diese sieben Tage kostenlosen Aktion ich habe da meine Tendenz gesagt warum ich glaube dass der Blur Token oder ähm, wo ich ja auch gesagt habe dass möglicherweise der Abverkauf dazu führen kann dass jetzt nach der Korrektur der Blur Token nach oben gehen kann gerne abchecken habe ich ja heute Morgen im Podcast ein bisschen was zu erzählt plus dem ähm, BTC MTX Token so, dann ähm, habe ich Magic Eden. Ich glaube, das habe ich auch schon im Podcast kurz vorgestellt. Neben der neuen Wallet, das, wie gesagt, auch der gerne mal im Podcast anhören. Ähm, hat eine Partizipation mit game sgg Auch hier ähm, habe ich, mal ich, den Link schon im Podcast gestellt. Wenn nicht, dann findet ihr den jetzt hier. Wie gesagt, Barista ihr habt das ja jetzt noch alles zur Verfügung. In dem Fall stelle ich auch gleich auf Patreon sofort wieder hoch. Und dann könnt ihr euch diesen Free NFT beziehungsweise den Teil an den Rewards mitmachen. Ihr müsst quasi hier an dem, an der, an der, mh, ich habe das schon mal mitgemacht, ihr seht hier, ich habe jetzt Level 10 erreicht, habe jetzt die Hälfte ungefähr gemacht, die andere Hälfte mache ich heute. Ähm, müsst dann quasi hier äh, die Spieler, das habe ich schon alles abgestimmt, ähm, Best-Action-Games, also die besten Spiele des Jahres im Web 3 einmal abstimmen. Wie gesagt, ist ja so eine Partizipation. Ähm, und dann, ähm, genau, kriegt ihr hier Preise ähm, von. Vote for the best games claim, Brad, prizes value 2 Millionen US-Dollar. Also, wie gesagt, ist kostenlos. Muss man natürlich Daten ist alles heutzutage, Daten sind viel wert. Natürlich Daten angeben, E-Mail-Adresse, Account, bla 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 bla. Und dann habt ihr natürlich dann die Möglichkeit auch an den Rewards mitzumachen. Wie gesagt, bis zum 1. Dezember habt ihr noch die Möglichkeit, müsst dann Twitter verbinden, was weiß ich. Also, das auf jeden Fall gerne mal abchecken. Link dazu findet ihr nachher auch unten in den Show Notes. Dann McLaren wollte ich kurz, hin, ähm, wollt kurz darauf hinweisen. Ähm da ist ja jetzt quasi das letzte Formel 1-Rennen gewesen und sie haben jetzt verkündet, dass ihr jetzt bis zum 4. Dezember Zeit habt, ähm, euch auf dem Zweitmarkt auf Thesos noch die Kollektion ähm, zu vervollständigen, wenn euch was fehlt. Ich habe mir ja einen NFT, der mir nur geholt, äh, gefehlt hat, das war ja das allererste. Ansonsten habe ich die alle kostenlos mitgenommen zum Free Claim. Auch super in der Community immer drauf aufmerksam gemacht. Danke dafür. Ich denke mal, werden wir nächste Saison genauso machen. Aber. Was ich euch sagen wollte, bis zum 4. Dezember Zeit, die Kollektion zu vervollständigen und dann gibt es für einen Glücklichen ein Rennwochenende für 2024 für dich und einen Gast, wenn ihr das gewinnt. Ich bin sehr gerne dabei. Plus eins, nehme ich gerne mit. Ne? Ansonsten, ja. Weiß ich nicht. Ne? Also bin ich gerne dabei. Ansonsten noch ein Treffen mit Zack Brown für ein paar Leute, einen One-of-One-Poster mit Unterschrift. Also, ich sage ganz ehrlich, finde ich einfach toll. Man hat hier quasi kostenlos mitmachen können, hat quasi ein bisschen Engagement zeigen müssen und kann jetzt quasi ein Rennwochenende gewinnen. Oder gerade wenn man, also ich bin Formel 1-Fan, jetzt kein McLaren-Fan, aber gerade wenn man natürlich noch McLaren-Fan ist und dann quasi mit Jack Brown, dem CEO oder mit den Fahrern noch was machen kann. Top. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft von mehr, von mehr Vereinen, Mannschaften und Sportarten sehen werden. Dann kommen wir zu Materia. Die haben ein neues Reward-System präsentiert. Auch hier XP-Punkte. Also, viele gehen ja quasi auf dieses Belohnungsprogramm. Ihr seht hier, man, was man hier dann alles ähm, gewinnen kann. Ich will ja auch nochmal darauf aufmerksam machen, warum ich glaube, dass Materia auch in Zukunft äh, die Marke von ein Ethereum nochmal übersteigen kann. Wir haben einen Floor von 0,5. Auch hier haben wir ja, nachdem wir das ganze Projekt ja gefühlt von Anfang an verfolgt haben, einen stetigen Floorpreisanstieg gesehen. 0,21 noch vor 30 Tagen das geringste. Mittlerweile sind wir bei 0,5, aber auch eine Führung meiner Meinung nach und noch mehr. Wir haben es bei The Grapes gesehen. Nicht abwegig, denn ihr seht es hier, der Lucium-Token, auch dieser ist in absehbarer Zeit präsentiert, soll kommen und und alles, was mit Farming, was mit Token-Airdrop zu tun hat. Ich will das ist einfach gerade die Zeit, äh, brauche ich euch wahrscheinlich nicht erklären. Kann natürlich auch dafür sorgen, dass Materia meiner Meinung nach auch wieder die, oder wird die ein marke meiner Meinung nach auch übersteigen nochmal. Dann kommen wir zu Nike swoosh Ihr seht es hier noch, dass The Tinge IT will release am 29. November, also morgen, nachdem es ja hier. Probleme gab mit dem Vorverkauf ähm, oder beziehungsweise dem Verkauf des T-Shirts, haben jetzt alle, die die Sneaker hatten im Rahmen von dort, die Möglichkeit, morgen hoffentlich dann das T-Shirt für, ich meine, um die ca. 60 US-Dollar sich zu holen. Dann wollte ich eigentlich, ähm, beziehungsweise nach dem Paradigmen oder Paradigmen hat geäußert, das ähm, hat sich erstmal Pac-Man letzte Woche noch vorher geäußert, aber die Express News waren dann schon ein bisschen länger her. Ähm, und er hat hier so ein paar Missverständnisse ausräumen wollen. Klarheit, was es mit Blur auf sich hat, was es mit Blast auf sich hat. Also lest euch das gerne mal durch. Auch die Links findet ihr in den Show Notes. Ähm, ja. Ich finde den Mann spannend ähm, oder den Jungen. Ich sage lieber Jungen. Ähm, auf jeden Fall. Ja, checkt das gerne mal ab. Er hat ja so ein paar Sachen geäußert. Dazu ähm, könnt ihr euch auch hier stelle ich euch das Ganze natürlich mal so ein bisschen in die Shownotes. Die Kernaussagen, die man hier rausnehmen kann, ist einfach so, ähm, dass er quasi sagt: Blast.io und Blur wären nichts ohne die Community. Und die Community ist nichts ohne ein Dorf, was entsteht. Und er ist dafür da, dass. Als sagen wir Dorfältester oder äh, ja doch Dorfältester einen Rahmen zu schaffen, wo sich die Community wohlfühlt. Er will die rentabelste Layer 2 Blockchain bauen, die es gibt, wirtschaftlich gesehen. Und ist der Meinung, dass alle, und da sind wir bei Blast.io, warum da gerade so viel reingesteckt wird und auch Blur Air Token gefarmt wird, dass alle, die quasi dafür sorgen, dass das Dorf gebaut wird, positiv gebaut wird, wirtschaftlich erträgt und wahrscheinlich dann irgendwann in New York City sein wird, ähm, damit partizipieren und auch belohnt werden in Form von Airdrop, Rewards und Co. Das ist so seine Kernaussage. Ähm, könnt ihr euch gerne mal ein bisschen alles ausführlich durchlesen? Gibt viele Meinungen dazu. Ich denke mal, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Spätestens, toi, 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 ich klopfe mal auf Holz bis zum, bis zum ersten Hack oder so oder erstes, was da passiert. Reden wir da wahrscheinlich nochmal öfters drüber. So. Wir müssen mal ein bisschen schneller durchmachen. Heute extrem ausführlicher Express-News. Ähm, Pacemaker NFT habe ich ja im Podcast schon vorgestellt. Registration Ende Donnerdienstag, 28. Am, am Mittwoch werden dann am 29. die Gewinner verteilt. Habe ich im Podcast ja vorgestellt. Gerne den All-In-NFT bzw. Barista-Banden-Podcast einmal abchecken. Dann kommen wir noch zu einem NFT-Projekt im Bereich Polygon. Auch hier einen All-Time-High von 0,28 Ethereum bzw. umgerechnet auf Matic 575 Matic. Also auch Polygon NFT-Projekt sind nicht tot, auch die kommen langsam zurück, wir haben ja auch da ein steigendes Volumen gesehen, hatte ich auch im Podcast mal ausführlicher vorgestellt und gezeigt, also auch hier sehen wir mal, wollte ich euch mal vorstellen, Misfits bei Pluto, nicht nur Solana oder Ethereum oder auch Bitcoin NFTs gerade am trenden, sondern auch Polygon, Pachi Penguins, eine Million Follower auf Instagram, GG, mein lieber Lukanetz, es geht immer weiter, eine Million auf Insta, das ist eine Ansage, also wenn das organisches Wachstum war, ohne Zukäufe, ohne was, bei fünf gefolgten 274 Posts nur, boah, also das ist eine Ansage, das ist wirklich ein Statement, Retalk an dieser Stelle. Der Grund, warum die Pudgies weiter gefühlt zum neuen All-Time-High kommen. So, dann Rary Foundation verkündet, dass sie in Zukunft mit Arbitrum zusammenarbeiten. Also NFT-Erlebnisse in Zukunft auf Arbitrum mit dem Rarible-Protokoll. Spannend, Arbitrum hat auch immer mehr Applikationen, die wir sehen. Natürlich auch mit Fiat, auch wenn das jetzt nicht positiv an dieser Stelle ist. Aber was im Gegensatz wegfällt bei Rarible ist der thesos support Also Tesos ist auf dem Weg nach unten, Arbitrum auf dem Weg nach oben. Ciao, Tesos an dieser Stelle. Schade für unsere McLaren-NFTs, aber vielleicht ist das ja unberührt. So. Uh, Sugartown ebenfalls auf Instagram weit weg von den 1 Million Followern, 190, aber auch Sugartown versucht jetzt den Weg zu machen. GM freut mich, dass das das allererste ist, auch hier zu Thanksgiving. Also wer in Sugartown sowieso vielleicht Interesse hat oder so und auf Instagram aktiv ist, kann ja auch gerne den ähm, Instagram-Account folgen. So, das Ganze hatten wir schon. Das ist nur das, was ich euch noch mal kurz sagen möchte. Abschließend habe ich nämlich kurz vorhin, als ich noch hier im Rahmen die Research alles vorbereitet habe, gesehen, ein Ringers, das auch wieder verkauft wurde für 82 Ethereum ähm, vor kurzem gestern und oder in dieser Nacht und dann für umgerechnet 166.000 US-Dollar. Also spannend. Arts-NFTs in der hochpreisigen Region sind auf jeden Fall weiter in großer Nachfrage. Mal schauen, wie gesagt, was Gordon Gonner veranstaltet. Damit sind wir auch durch. Ähm, Sugartown hat er gegönnt, oder? Oh, das weiß ich gar nicht. Hatte das? Äh, Gibt es eine Uhrzeit für Epic Games heute? Nee, das weiß ich leider nicht. Um, Breaking News. O17 steht nach Elfmeterschießen im Finale der WM. Oh, bevor ich vorbereitet habe, stand es 2-2. Abercrypt, GM. GM auch an alle, die da sind, wie Kanvipa. Übrigens, Kanvipa, ich weiß nicht, ob du letztes Mal noch da warst, aber der liebe Wüstenigel hat dir im letzten Stream, deswegen hast du den Stern da, ähm, ein Abo geschenkt. Deswegen vielleicht nochmal ein kleines Dankeschön am Wüstenigel, dass du das Ganze hier ohne Werbeunterbrechung ähm, begleiten kannst. Auch susi 99 Key Corp, GM, Santos Jack GM. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. In dem Sinne sind wir raus für heute. Ich stelle euch das Ganze natürlich jetzt äh, auf Patreon zur Verfügung. Für alle, die das noch nicht wissen, beziehungsweise die Barista-Bande weiß das jetzt schon seit längerem. Ah, super cool, vielen Dank. Ja, deswegen habe ich es nochmal erwähnt, weil ich glaube, du warst nämlich dann nicht mehr da. Ähm, für alle, die... Ähm auf Patreon mal was abchecken wollten. Wie gesagt, die Barista-Bande hat das schon seit ein paar Tagen. Es ist noch bis zum ersten jetzt da. Für alle, die jetzt hier fleißig zugeschaut haben, checkt einmal Patreon ab. Schaut euch das All-In-Paket an und das All-In-Paket habt ihr jetzt sieben Tage, wenn ihr das abonniert. M ihr müsst daran erinnern, nicht an dieser Stelle, falls ihr es nicht länger haben wollt, auf jeden Fall wieder deabonnieren. Aber für sieben Tage könnt ihr euch das jetzt kostenlos zulegen. Check Patreon ab, dann bekommt ihr die express News, Discord Call, alles, 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 was hier an Content kommt, auf Abruf, auf Patreon, checkt das gerne ab, wie gesagt für das All-In-Paket, auch nur das, ganz unten findet ihr das, da ist gerade ein 7-Tage-Angebot in der Stelle da. In dem Sinne bin ich raus für heute, ich mache euch das Ganze jetzt auf Abruf für alle, die das im Nachhinein schauen, fertig, für alle, die, wie gesagt, das ein Monat später in, auf den All-In-NFT-Kanälen schauen, hoffe ich, euch hat das Ganze auch gefallen, wie gesagt, checkt alles gerne in den Shownotes ab, falls ihr auch das Ganze in Zukunft früher sehen wollt, ich ich wünsche allen Live-Zuschauern jetzt oder euch an dieser Stelle noch einen schönen, schönen Tag, schönen, schönen Dienstag und wir hören uns morgen im Podcast wieder, ne, wenn es das nächste Mal heißt, all in NFT oder im Discord-Call. Schönen Dienstag euch noch und ja, wir machen jetzt ein kleines Autokorso, würde ich sagen, oder? Deutschland im Finale, kleines Autokorso. Bei uns heißt es auf der Düsseldorfer Kö. Ich würde sagen, wir treffen uns gleich dann alle da. Ne? Können wir noch zusammen eine Runde auf den Weihnachtsmarkt gehen, ein paar physische Sachen sammeln? Würde ich sagen, machen wir so, kleines Autokorso. Weltmeister werden wir auch noch dieses Jahr wenigstens. Eine Fußballmannschaft schafft das, dass wir ansatzweise da gerade Freude haben, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Bis zum nächsten Mal. Ne? Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.